Das war jetzt, hallo, nochmal, genau, ein kurzes Video. Und zwar die Kommunikation zwischen Raspberry und auf dem Raspberry quasi läuft ein Skript, ein Python-Skript, das soll einen RFID auslesen. Ich simuliere das jetzt einfach mit einem Python-Skript, das heißt RFID-Py. Das kann auch sonst irgendwas sein. Ich will einfach mal zeigen, wie kann man auf dem Raspberry mit Processing was auslesen, Files auslesen und dann, um dadurch irgendwas zu steuern. Zum Beispiel eben, weil ich kann nämlich mit normaler Raspberry-Bibliothek mit meinem, nee, Quatsch, mit meinem Processing normalerweise nicht irgendwie zum Beispiel direkt auf RFID Text zugreifen. Das kann ich nur, wenn ich Python, eine Python Library verwende. Und wie kommuniziere ich jetzt zwischen Python und Processing? Und zwar ganz einfach über irgendeine Entschuldigung, Datei. Also ich habe hier eine Datei, die heißt id.txt und die lese ich in Processing aus. Und das Processing-Skript, das PDE, das sieht eben so aus. Das ist hier das void setup, das void draw. Ich habe hier in der Draw Loop mache ich folgendes: Ich lösche erst den Hintergrund und lese hier dann einfach diese Datei mit loadstrings id.txt. Das ist die Datei, die liegt da quasi auch in diesem Medienkunst PDE. Also, das ist das File, das liegt in einem Ordner Medienk, Medienkunst. Ja, das liegt da auch mit drinnen. Und die lese ich aus und sage eben, wenn es überhaupt eine Zeile gibt, also wenn die quasi überhaupt existiert, die eine Nachricht, die ich da reinschreibe, dann gebe ich die einfach aus. Das Setup macht hier nichts. Zusätzlich habe ich doch das Python-Skript, das jetzt einmal für dieses Auslesen von dem RFID-Tag steht. Das kann aber auch sonst irgendwas sein. Das kann irgendein Sensor sein, den ich auslese. Das kann ich zwar mittlerweile direkt über Processing machen, indem ich eben diese GPIO-Bibliothek direkt verwende, aber ich kann das eben auch über Python machen. Ich könnte aber wie gesagt auch irgendwas anderes damit machen. Also irgendwie mit dem System kommunizieren, irgendwas auslesen. Und ich simuliere das jetzt einfach mal über so einen Zufallsgenerator. Das heißt, ich habe hier random eingebunden und mache folgendes in Endlosschleife, while true, mache ich folgendes: Ich öffne diese Datei id.txt zum Schreiben, erzeuge mir irgendeine Zufallsnummer zwischen 1 und 10. Schreibt die da rein als String in dieses File, macht das File zu und schlaft dann 2 Sekunden und dann geht es wieder von vorne los. Das Ganze kann ich eben starten mit dem Python-Kommando oder über die Konsole. Das kann ich auf dem Raspberry genauso machen. Ich starte das und dann, wenn ich mir die Datei anschaue, dann ändert sich hier immer diese Zahl. Das heißt, die Zahl, die wird immer anders. Das sieht man hier ganz schön. Oder kleiner, das ist okay so. Ja. Und die kann ich natürlich jetzt auch mit Processing wieder auslesen. Das heißt, mit diesem PDE, die liest jetzt auch, das liest jetzt auch diese Zahl aus und da kann ich einfach jetzt hier das direkt über diese Processing-Umgebung auch starten. Ich mache jetzt hier einfach auf Start. Was da passiert, ist dann auch, dass hier diese Zahl einfach gelesen wird und als Text grafisch am Bildschirm dargestellt wird. Genau, und da kann ich ja sonst was machen. Ich kann ja diese Zahl auch nehmen, um zum Beispiel irgendwie die Hintergrundfarbe zu ändern. Ich könnte jetzt mal, keine Ahnung, jetzt irgendwie sowas machen wie int id. Und dann machen wir jetzt hier id gleich 0. Oder machen wir String-ID, weil das ist ja, ich lese ja einen String aus, ist ja egal. String-ID. So. Und dann kann ich ja folgendes machen: Ich kann mir das dann hier rein kopieren, sage ID gleich Lines 0. Genau. Und dann kann ich ja den Background, ja, ich könnte jetzt sagen, if. ID
Punkt equals. Müssen wir bei Text machen, weil das ist ja jetzt quasi keine Zahl, sondern Text. Wenn es 0 ist, machen wir background 0 als if. Und dann kann man natürlich ein paar Sachen machen. Ihr könnt jetzt sagen, okay, dann machen wir im Background eben rot. Und so weiter. Dann kommt jetzt ein paar so Dinge da hinten ranbacken. Ich könnte jetzt sagen, okay, bei 0, bei 1 rot, bei 2 machen wir es jetzt vielleicht grün oder gelb. Und ansonsten machen wir nur else. Machen wir das Ganze irgendwie andersfarbig halt. Ne? Genau. So, fehlt noch eine Klammer. So, und jetzt, achso, das können wir wegmachen hier. Das, so, so wollte ich schreiben, ne? Sorry. Ja, genau. Und jetzt funktioniert es auch, ne? Genau. So, da sieht man es. Ne? Das heißt, jetzt bleibt er natürlich irgendwie auf dem Violett. Jetzt wieder rot, weil es 1 war. Genau, und so weiter. Und 3 macht es wieder violett. Aber im Prinzip, jetzt wird es gelb, funktioniert es dann eben abhängig von dem Inhalt des Files. Und da kann man natürlich dann auch, was weiß ich, einen Film anzeigen oder sonst irgendwas Grafisches machen. Genau. Okay, ich denke, das war jetzt einfach mal so dieser kurze Überblick, wie man jetzt Processing nehmen kann und zum Beispiel irgendwas machen, was man eben nicht automatisch jetzt mit Processing auslesen kann. Ja, dann schreibt man das einfach in eine Datei rein mit dem Python-Skript und lädt es dann wieder. Ne? Das ist eigentlich die Idee dahinter.